Herzlich willkommen allen Freunde zurück zu Nexomon. Im letzten Part haben wir unseren Starter Gekoko ausgesucht. Team, hier, wir haben bereits Gekoko, eine süße kleine Eidechse, dann ein Skunkhüt, ein Stinktier mit einem Katzenkopf, ein Alpaka, Wusi und ein Kalf da. Süß. Sehr, sehr gemütlich. So, wir gehen hier mal weiter. Oh, was steht er denn hier so herum? Moritz, was gibt's? Fütterung von Nexomon. Kannst du meine Nexomon heilen? Ach komm, heil mal. Klar, ich kann ein paar Vorräte. Da bitteschön. Übrigens gibt es im Westen auch ein Lager mit Medizinern, die dir helfen können. Bitte pass auf dich auf, Moritz. Nach meiner persönlichen Erfahrung werden die Dinge mit diesen Geschichtsschreiber nur exponentiell schlimmer. Okay. Wir waren noch nicht hier oben. Kann man hier durch? Oh ja, kann man. Achso, okay. Ich hab's verstanden. Da kommt man dann dahin. Hier unten waren wir ja gerade, oder? Aber hier sind doch keine Forscher. Nie ohne Seife waschen. Was hat er gesagt? Norden? Egal, wir gehen mal hoch. Oh, hi. Güte, Moritz, bist du okay? Ein Drache hat gerade angegriffen. Was hat gerade angegriffen? Ich habe dich gesucht. Ich hab Durst. Oh, schau, da ist Mist. Nichts kann in diesen uralten Wäldern passieren. Wir wurden übrigens von einem gruseligen Geist gerettet. Okay. Ein Geist, bitte? Du musst ja Dinge sehen. Du redest gerade mit einer Katze. Wir verlassen den Wald jetzt. Folg mir zurück zum Haus, Moritz. Niemand weiß, was als nächstes geschehen könnte. Okay, danke. Gehen wir jetzt, Moritz? Du hast jetzt ein eigenes Nexomon und ein paar Nexo-Traps. Also kann es nicht schaden, ein bisschen zu erkunden. Das stimmt. Das werden wir natürlich auch machen, ne? Das werden wir machen. Oh, okay, was mit dem? Ich sehe, du stehst auf Nexomon. Aber weißt du, was viel besser ist als ein paar gruselige Tierchen? Scherben. Wunderschöne, kostbare, wundervolle Elementscherben. Steine? Das sind keine Steine, das sind Scherben. Ich meine, ja, Scherben. Das sind wertvolle Items und sie dienen allen möglichen nützlichen Zwecken. Interesse? Ja. Hervorragend, dann habe ich ein unglaubliches Angebot nur für dich. Für nur ein paar Münzen und wenig Vorräte gebe ich dir eine Spitzhacke. Das ist das wichtigste Werkzeug, um diese kostbaren Edelsteine abzubauen. Irgendwie fühlt sich das wie ein Betrug an. Sprich mit mir, wenn du bereit bist, die beste Investition in deinem Leben zu machen. Spitzhacke, Zusammenfassung. Ein Bergmann im Wald wird dir seine Spitzhacke geben, wenn du ihm ein paar Gegenstände bringen kannst. Der Bergmann will ein paar Münzen und andere Vorräte. Bringe sie zu ihm, wenn du seine Spitzhacke kaufen willst. Okay. Ich würde schon gerne eine haben. 200 Münzen, ein Ether. Oh, habe ich aber noch nicht. Habe ich leider noch nicht. Okay, was hast du? Wow, echt? Ein Drache wurde in der Nähe gesehen? Dann ist ein Tyrant sicher nicht weit. Drachen lieben es, Tyranten zu jagen. Wir waren hier, um nach Minen zu suchen. Wir wollten Elementscherben abbauen, aber ich glaube, das war eine schlechte Idee. Das glaube ich tatsächlich auch. Was haben wir? Oh. Das Ding ist direkt abgehauen. Pudding. Okay. Ah, was haben wir hier Schönes? Oh, das sieht auch cool aus, aber ich glaube. Was ist das für ein Typ? Wind. Wind, okay. Beziehungsweise Luft. War ich schon Item? Ja, ne? Komm hier, nächste Trap. 24%. Okay, was muss ich klicken? A, B, A. Ja, nein! Wir haben es nicht. Glatteis, oh mein Gott, er setzt Glatteis ein. Ich meine, dann ist er tot, wenn ich jetzt noch was. Ach Gott. Nee. Trank wollte ich jetzt nicht. Wollte ich mal eben.
Komm, wir probieren's nochmal. B, B, J, X, B, J, A, J, Y meine ich natürlich. Kacke. Nein, nicht fliehen. Okay, okay. Level 6 ist der, dann nehmen wir dich. Hat es natürlich gut reingehauen, dann nehme ich Katze. So, jetzt ist er nämlich rot. Jetzt bist du rot, jetzt kann ich dich ja locker fangen, oder? A, Y, B, 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 A, Y, B. Bitte, bitte. Ja, wir haben Fanling. Fanling? Fanling. Oh, süß. Diese Nexomon sind schnell und kaum greifbar, was es erschwert, sie zu fangen. Ihr Hüpfen erzeugt keine Windböen. Kleine Windböen, achso. Oh, auf jeden Fall ins Team. Oh, das ist so. Das sieht echt gut aus. Sieht echt gut aus. So, ich habe keine Pokebälle mehr. Das, keine Nexo. Traps. Nexomon Traps. Okay, da links komme ich noch nicht weiter. Unten ist ein Haus. Achso, wahrscheinlich vom Dorf unten. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Vielleicht finden wir den Äther hier noch irgendwo. Das wäre gut. Da leuchtet nämlich was. 20 Münzen, okay. Oh, jetzt bin ich hier reingelaufen. Oh, ein Holzblock. Lustig. Witzgebrüll. Oha, ist nicht sehr effektiv. Ja, okay, ist Blatt. Verständlich. Impulssturm wahrscheinlich auch nicht. Okay, Team. Blatt. Hier haben wir. Das hier wird wahrscheinlich normal sein, oder? Komm, stinkt hier. Komm mal raus. Oh, dann machen wir hier Biss. Sehr gut. Und Kieselwurf. Und Biss. Bim bam. Traps habe ich leider nicht, sonst hätte ich es locker gefangen. Weil wir haben noch kein Blatt, wie ich sehe. Achso, da waren wir gerade. Wasser. Ob man hier in dem Spiel auch surfen kann? Naja, mal schauen. Hier haben wir grüne Birne. Lecker. Ach, da haben wir unten wohl einen Tamer. Will sich gegen uns duellieren. Okay, okay. Später. Erst muss ich hier noch weiter erkundigen. Oh, was ist hier los? Hehehe. Was ist das? Was haben wir hier? Sind das Neulinge? Mein Name ist Salem. Aha. Willst du ein Spiel mit Salem spielen? Ja, lass uns spielen. Hehe. Dann tritt nach vorn. Und mit Salem solltest du spielen wollen. Das Ding wie der Anfang eines Horrorfilms. Schau, schau, schau. Verpasst du es, wirst du niemals gewinnen. Also schau, schau und nochmal schau. Hast du das gesehen? Hast du alles gesehen? Jetzt bist du dran, Moritz. Hehehehe. Oh Gott. Salem hat dir das Muster zur Lösung ihres Labyrinths gezeigt. Folge ihm. Folge. Okay, okay, ich folge ihm jetzt einfach. Einmal hier. Oh. Pff. Fail. Warte. Ach, jetzt sind wir schon wieder hier unten. Okay, er steht da. Ja, lass uns spielen. Okay, okay. Ja, ja, dahin, dann nehmen Gras, dann nach oben, auf die Treppe, dann wieder neben den Gras. Also Gras oben, Gras unten, Gras. Treppe. Okay, okay. Gras, Treppe, Gras unten, Treppe. Gras. Ne? So, erstmal hier. Muss ich hier bei A klicken? Ich habe keine Ahnung. So, dann Gras.
Dann Treppe. Ich will da nicht rauslaufen, deswegen. Dann wieder Gras. Dann nach unten. Dann nach unten. Hier irgendwo. Und dann wieder nach oben. Zur Treppe. Okay. Hat nichts gebracht. Naja. Obwohl ich das so gemacht habe, wie sie wollte. Naja, wir gehen mal nach rechts. Wir gehen mal nach rechts. Hat dieser Wald hier eigentlich auch Name? Name? Wo bin ich denn jetzt hier? War ich hier nicht vorhin? Ach, hier. Okay. Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Hä? Ach, das habe ich schon gerade gemacht. Verstehe ich noch nicht. Tritt nach vorne und mit Salem sollst du spielen wollen. Dam. Dam. Oder sind die Wege hier alle gleich? Und ich muss dann so springen. Ich glaube, ich verstehe es jetzt. Ich muss dann die Ausgänge davon benutzen. Kann das sein? Das heißt, ich gehe jetzt erst hier raus. Ach, das sind... Ah, okay, ich verstehe jetzt, Leute. Ich verstehe das jetzt. Ja, oh Gott, Leute. Dann hier hoch. Dann ist er nochmal nach rechts gegangen. Ja. Ah, bist jetzt richtig? Dann ist er hier runtergegangen. Und dann nach oben. Ja. Oh, super. Hehe. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Salem ist beeindruckt, Moritz. Und Salem wird dich jetzt belohnen. Du hast einen Kammerschlüssel erhalten. Okay. Das hier ist ein glänzender, hübscher Schlüssel. Es öffnet dir eine glänzende, hübsche, geheime Schatzkammer. Lass uns mal anders nochmal spielen, Moritz. Hehe. Ja, super. Du hast dieses Quest abgeschlossen. Sehr schön. Wir haben auch noch was. Begleiter Maskiti. Team? Wo war denn das denn nochmal hier? Ich hab doch hier das letzte Mal irgendwo. Ah, hier Begleiter ändern. Was geht hier? Haben wir freigeschaltet. Da. Auswählen. Cool, Maskiti. Aber ich hätte lieber meinen eigenen. Oder nicht? Den habe ich nicht ausgewählt, Leute. Naja. Gut, dann waren wir hier auch. Dann gehen wir jetzt runter. Okay. Was bist du nochmal für einer? Bist du ein Tamer? Wusstest du, dass hier keine Geschäfte in der Nähe sind? Ich bin nur auf der Durchreise, aber ich kann dir ein paar einfache Items verkaufen zu einem besonderen Preis für Anfänger. Vertrau mir, die Geschäfte in der Stadt ziehen dich über den Tisch. Okay. Nächste Trap. 50 ist aber teuer, ne? So viel Geld habe ich dann gar nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Sorry. Was bist denn du? Grabstein. Okay, cool. Dann gehen wir mal hier rein. Hey Moritz, hier drüben. Also wurdet ihr gar nicht vom Drachen gegessen? Was ist das denn für eine Frage? Kommt, versammelt euch. Nee, sie versammeln sich oben. Okay. Oder sind's alle?
Rache? Was hat das zu bedeuten, Amelie? Seid ihr Gilde nicht über jeden Drachen, der über den Überblick behalten? Ja, nicht nachlassen. Ich hätte gegessen. Was? Ich hätte gegessen werden können. Achso. Wäre das nicht tragisch? Drachen greifen keine Menschen an, deswegen gibt es nur eine Erklärung. Ein Tyrant muss in der Nähe sein. Ist das der Geist? Weiß ich nicht mehr. Ah ne, sie. Sind alle wohl auf? Du bist spät dran, Diener. Ein Tyrant. Ja, das muss es sein. Drachen sind sprichwörtlich programmiert, darauf Tyranten zu jagen. Es liegt einfach in ihrer Natur. Also muss ein Tyrant in der Nähe sein. Dieser Ort ist nicht länger sicher. So eine Frechheit. Wie kann sich ein Tyrant an so einem Ort verstecken? Wir gehen also. Ich sollte diese Kinder in die Stadt begleiten. Und ich werde diesen Tyranten selbst verfolgen. Er kann nicht weit sein. Ich nehme Moritz mit. Halt die Klappe, Moritz. Du musst viele Fragen haben, aber jetzt ist nicht die richtige Zeit. Du musst mir da vertrauen. Unsere Schicksale sind nun unwiederbringlich miteinander verbunden. Ob du es willst oder nicht. Zitterst du, Moritz? Das war Dena, einer der höchstrangigsten Tamer. Wenn du hart genug arbeitest, wirst du vielleicht auch mal ein Großmeister. Du musst wirklich verwirrt sein, aber es ist unsere Priorität, euch sicher in die Stadt zu bringen. Super, na endlich! Ich muss mein Zeug noch packen, bevor ich aufbrechen kann. Hey, warte auf mich! Ich warte draußen, bitte beeilt euch. Okay, wir gehen jetzt hier nochmal alles durch. Nun ist der Tag des Abschieds also gekommen. Du wirst ein richtiger Tamer und lernst die Welt kennen, Moritz. Mach keine Fehler. Dinge können unangenehm werden. Wir leben in dunklen Zeiten, wie du schnell bemerken wirst. Was hat es mit den Tyranten und Drachen auf sich? Warum werden wir angegriffen? Kümmer dich da jetzt nicht drum. Du solltest erstmal die Stadt erreichen. Okay, okay. Ich möchte trotzdem gerne gucken, was hier oben ist. Hier oben gibt es nichts für dich, Moritz. Aber vielleicht eines Tages. Wow. Toll, schade. Ich dachte, ich könnte da was klauen. Paralyseheiler, okay. Bin ein Fuchs, wisst ihr? Was ist mit dir hier los? Drachen, die Drachen dort. Kann ich jetzt hier rein? Schade. Schade, schade. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier überhaupt alles eingesammelt habe. Ob hier noch was glänzt. Der läuft auch herum. Ja, da glänzt echt noch was hier. 20 Münzen. Sehr schön. Sehr schön. Rechts war was? Weiß ich nicht. Oh, rechts geht es tatsächlich nur weiter. Da sehe ich doch was. Elixier, okay. Hätte ganz gern einen Ether. Oh, Ether, perfekt. Und was haben wir hier? Ein Trank. Oh. Hoho, ich sehe, da ist jemand super eifrig, wenn es ums Thema werden geht. Ich werde den Lagerraum wohl wieder auffüllen müssen. Lass ein paar Tränke für deine Abenteuerfreunde übrig, Moritz. Ah, das hier war der Lagerraum, Leute. Ah, ich dachte, er wäre auf der anderen Seite gewesen. Naja, egal. Oh, die versammeln sich da schon und ich bin mal wieder der Letzte. Ups, ich bin wieder rausgegangen. Sorry. Sorry. So, jetzt aber. Jetzt aber. Und ihr bleibt hier? Okay, dann bleibt ihr hier. Ich bin weg. Ich bin weg hier. Tschüss. Tschüss, cooles Haus. Ross, komm zurück, du Kleines. Ich kann auf mich aufpassen. Ich weiß, wie ich zur Stadt komme. Das ist hier nicht das Problem, Ross. Es ist ein Tyrant in der Nähe. Ich weiß nicht mal, was ein Tyrant ist. Vor sowas habe ich keine Angst mehr. Ich bin nicht wie Moritz. Wie Moritz, hä? Was soll das denn heißen? Donnerwetter, komm zurück! Ah. Okay, ihr lauft vor. Ich möchte noch ganz gern gucken. Gern wissen, was hier links ist. Oh, hier kann ich mich heilen. Perfekt. Was ist das hier? Komme ich hier auch schon? Oh mein Gott, ich komme ja hier auch schon raus.
Vielleicht kommen wir hier später eh nochmal hin. Wie viel Geld habe ich? Inventar? Ah ne, das steht da. 202. Okay, okay. Dann kaufe ich mir erst die Schwitzhacke. Und dann kann ich die Brocken zerstören. Leute, Leute. Okay, die Häuser, die sind vielleicht ein bisschen klein. Für so, weiß ich noch nicht. Vielleicht sind das auch einfach. Weiß nicht. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. So, hi. Akzeptieren. Ja. Handel erfolgreich. Super, super, super. So, dann. Du hast Naturscherbe gefunden. Okay. Interessant. Ja. Wenn wir mal welche sehen, dann mache ich das natürlich weg. Ach, guck mal, jetzt kommen wir auch hier hin. Das kann ich nicht. Okay. Ein Ether gefunden. Okay. Sehr schön. Hier haben wir noch was im Mülleimer. 15 Münzen. Oh, mich ärgert es ein bisschen, dass ich überhaupt keine Nexo Traps habe. Die sind halt teuer und man bekommt wenig Geld, würde ich sagen. Aber da haben wir den ersten Kampf. Ja, gut, ne? Hi. Aha, du hast ein Nexo, Mann, oder? Das gibt mir die Erlaubnis, mit dir zu kämpfen. Und wenn ich gewinne, gibst du mir dein Geld. Hehe. Was? Nein, das macht keinen Sinn. Oh. Versus. Okay, das ist ein Normaltyp. Okay, dann mache ich einfach mal Blitzgebrüll. Oha, kritisch. Das finde ich nicht so nett. Blitzgebrüll, komm. Du schaffst das, Kleiner. Cloudy heißt also. Ganz schön cool. So. Und Impulssturm. Sehr schön. Sehr gut gemacht, Gekoko. Oh, Masquiti. Was ist das für ein Zeichen? Wirbelsturm. Was soll das denn? Ich hab grad nicht drauf geachtet. Impulssturm ist, glaube ich, schneller. Ja. Doppelkick. Doppelhieb oder so hat er eingesetzt. Okay. Dann würde ich ganz gerne dich hier. Komm raus, Gunkut. Oh, ich habe falsche Attacke eingesetzt. Ups. Bis. Super gemacht. Nicht sehr effektiv, aber ist nicht schlimm. Explosion. What the fuck? Okay, okay, dann nehme ich Wusi. Wusi! Na, Wusi, wie geht's dir? Doppelhieb. Müde? Nee. Achso, weil er kaum Ausdauer hat. Okay, verstehe. Super gemacht, Wusi. Nein, wie konnte ich verlieren? Ich wollte. Nein! Ich wollte doch schnell an Geld kommen nun. Hier ist ein freundlicher Hinweis. Wilde Kämpfe können dir ein paar Münzen bringen. Aber am meisten profitierst du von Kämpfen gegen Thema. Halt immer auch schon nach Leuten, die kämpfen wollen. Ah, das ist auch gut zu wissen, dass man gegen diesen Nexomons auch Geld bekommt. Wir heilen uns nochmal kurz auf. Und der erste Kampf war schon heftig. Wie viel hat er mir jetzt gegeben? Oh, 100. 100. 100 ist gut. Dann kaufe ich mir mal hier zwei Nexo-Dinger. Hier. Zwei. Bestätigen. Ja. Danke. Danke, danke. Gucken wir mal hier rein. Hier schönes haben. Und Krebs. Oh, Feuer. Feuer haben wir noch nicht. Den brauche ich. Dich brauche ich, Kleiner. Komm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es hier dann auch Doppeltypen gibt. Das weiß ich nicht. So. Aber auf jeden Fall versuche ich das jetzt hier zu fangen. 29% ist auch nicht so viel. Aber vielleicht haben wir Glück. So, komm her, Krebsi. Schade. Schade, schade. Nochmal. Warte, Statuseffekt. Satt. Nee, hab ich alles nicht. Sorry. Ich kann ja nichts füttern, wenn ich nichts hab, ne?
Ja, ich hab's. Oh, sehr schön. Stinger. Sehr gut. Dieses Feuernexemon versteckt sich gerne im Sand oder unter schweren Steinen. Oft mögen sie ruhige Orte, sodass Geräusche sie leicht wütend machen können. Ins Team aufnehmen. Ja, Feuer ist sehr gut. Cool. Dann gehen wir mal weiter. Ach, warte, hier gibt's da Items. Du hast nächste Trap gefunden. Super. Hier ist nämlich mehr wert als so ein paar Münzen. Die bringen mir ja nichts. Und Holzhacker. Hey Kind, sei vorsichtig auf der Brücke, okay? Die Gilde kann es nicht sich nicht leisten, sie zu reparieren. Das ganze Geld geht vermutlich in die Mauern rund um Parum. Alles klar. Eine Pfirsich? Lecker. Okay. Gut, da kann ich nur dran vorbeilaufen. Die Brücke sieht aber auch aus, ne? Ich bin den ganzen Weg von Lateria gekommen, nur um ein bestimmtes Nexomon zu finden, aber ich habe überhaupt kein Glück gehabt. Hey du, wenn du mir helfen könntest, würde ich mich freuen, dir einen sehr seltenen Gegenstand dafür zu geben. Also haben wir eine Abmachung? Oh. Ein Kraft, okay. Ja. Akzeptieren. Achso, ich kann es noch nicht akzeptieren. Ja, sorry. Ich habe das Pokémon nicht. Das ist der beste Ort zum Springen. Okay, ich glaube, ich habe gerade herausgefunden, warum das Spiel Extinction im Namen trägt. Okay, vielleicht google ich mal bis zur nächsten Folge, was das überhaupt bedeutet. Hallo. Da bist du ja, Moritz. Deine unglaubliche, ungeduldigen Freunde sind bereits vorgelaufen. Die Hauptstadt liegt nördlich, unsere Gilde liegt in ihrer Mitte. Bitte verliert nicht das Ziel aus dem Auge, ihr Kinder. Unterschätzt wirklich die Gefahr dieser Welt. Ich würde noch ganz gern die Karte von der Map hier sehen, tatsächlich. Was bist du für einer? Diese Straße führt zum fremden Land. Verrückte Nexomon, Banditen und Tyranten laufen dort amok. Du solltest lieber in Sicherheit bleiben. Geh nach Paro mit alles ist gut. Okay, eine Banane habe ich gefunden. Kann ich hier rein? Oh, kann ich. Ein Äther, okay. Eine Kiste. Oh, drei nächste Traps, das ist natürlich sehr nett. Danke, Spiel. Ja, schöne Äther hast du da. Bin mal weiter. Weiter nach oben. Oh, da will jemand kämpfen. Das nehmen wir natürlich an. Du da, was glaubst du, wo du hingehst? Das hier ist mein Ort zum Fangen und Trainieren vom Nexomon. Hier ist nur Platz für eine Person, also such dir was anderes. Okay, sehr nett von dir. Okay. Oh, was ist das denn da für ein Schlabber, Fratze, Humor? Okay, Blitz. Oh Gott, der macht aber guten Schaden. Macht echt guten Schaden. Impulssturm. Macht nichts. Feuerkrabbe steht gleich auch. Okay, dann nehme ich dich hier. So, was haben wir hier? Glatteis und Zwillingstornado. Ich mach mal erstmal Zwillingstornado. Glatteis. Nochmal Glatteis. Super. Nochmal hier. Sehr gut, Fending. Ach, du bist so cool. Ja. Und nochmal hier, Glatteis, komm für Fending. Du bist doch mega gut, oder? Guck dir das an. Er besiegt die alle hier. Oh, ich habe kaum Ausdauer noch. Oh, schade. Fending, du warst trotzdem super, ja? So, vielleicht schafft sie es Feuerkrabbe alleine. Das wird... Nee, schafft sie nicht. Dann nehmen wir das Stinktier hier. Das Stinktierchen. Dann machen wir Biss. Wie nicht effektiv. Kieselwurf. Das ist ein Witz. Oh gut. Haben wir noch soeben geschafft. Sehr gut gemacht. Skunkut. Uff. Okay. Du darfst meinen geheimen Ort verwenden, aber nur für kurze Zeit. Und erzähl niemanden davon, okay? Ja Leute, ich würde sagen, bevor wir dann in die Stadt hier gehen und diese wunderschöne Brücke überqueren, würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.